Ja, servus Leute und herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Ja, ich werde die letzten Tage immer wieder gefragt, kommst du nicht einmal wieder Livestream machen? Kannst du nicht einmal wieder? Ja, ich weiß, ihr wollt gerne mal, aber ich habe abends einfach keine Lust. Muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe einfach abends keine Lust, noch die Kamera herzurichten und mich hinzusetzen. Teilweise, dann, wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat, da ist man einfach faul. Da kommt definitiv wieder was, aber ich sage mal die nächsten 2 Tage definitiv nicht, da bin ich einfach zu faul. Ist so. Ja, zu einem anderen Thema. Ich bin heute wieder ganz normal beim Stall ausmisten. Mein Kramer mit der Lore steht da. Ich war jetzt zuletzt hinten bei den Pferden. Die Hühner habe ich gestern am Sonntag schon sauber gemacht gehabt. Ja, und jetzt fehlt noch der Schweinchenstall. Hinten den neuen habe ich schon hergerichtet. Da können sie dann quasi rein. Weil ich wechsle ja im Moment immer noch die Boxen hin und her. Und der vordere gehört halt, der misst jetzt da noch raus und gleich mit weg. Ja, und das ist jetzt meine Arbeit, die ich jetzt mache. Allerdings, da muss ich jetzt mal kurz umgreifen, kommt in einer halben Stunde jemand vorbei. Und zwar die Zeitung. Ja, eine bayerische Rundschau aus Kulmbach. Beziehungsweise in Franken.de. Und da kommt eine Dame vorbei und die möchte sich ja mal meinen Standpunkt noch zum Thema Volksbegehren, Artenvielfalt, rettet die Bienen anhören. Ich habe das ja unter anderem auch an die gesendet und ja, das ist angekommen und ich möchte da mal vorbeikommen und unter anderem auch wegen meiner Farmvlogs, weil ich geschrieben habe, deswegen mache ich auch Farmvlogs und. Das hat ja der ein oder andere mit Sicherheit gelesen, einfach um zu zeigen, dass es eben nicht nur schwarze Schafe gibt, sondern dass es auch Kleinbetriebe gibt, die möglichst schauen, irgendwie sich an die Regeln zu halten oder was besser zu machen und. Naja. Die kommt auf alle Fälle dann vorbei auf 10 rum und dann schauen wir mal. Ja, bis dahin tue ich jetzt noch ein wenig was und man sieht sich dann wieder. So, meinen Termin mit der Zeitung habe ich gehabt. Ja, wir waren fast 2 Stunden drüber, eine ganz schöne Zeit. Und ja, wir haben über dies und das geplaudert, unter anderem wie gesagt dieses Volksbegehren. Dann hat sie ein wenig dazu gefragt, weil das hat sie dann quasi, das war ja drin gestanden, dass ich Farmvlogger bin, das hat sie dann auch ein wenig hinterfragt, wie es dazu gekommen ist. Und warum ich das Ganze mache. Ja, und da waren wir fast 2 Stunden am ja, Ratschen, wie man so schön bei uns da sagt. Dann waren wir bei den Schweinchen unten und haben das geschaut. Und ja, die hat einen Bericht dazu gemacht, hat viele Bilder dazu gemacht. Und ja, wie gesagt, dann ein kleines Video hat sie noch gedreht. Quasi davon, wie ich Video drehe. Das soll dann wohl noch mit reingestellt werden. Das kommt dann alles auf infranken.de, da wird es mit verlinkt. Also ich bin auch mal gespannt auf den Bericht. Wann er genau kommt, weiß ich leider noch nicht. Irgendwann die Tage, das werde ich sehen. Auf alle Fälle, ja, ein bisschen was ist passiert. Ich habe im Nachhinein dann noch meinen Stall sauber gemacht unten. Also der Schweinestall ist jetzt die vordere Box wieder leer. Die sind jetzt wieder in der hinteren drin. Alles picobello sauber. Hühnerstall habe ich gestern am Sonntag schon ausgemistet gehabt und was ich heute noch gemacht habe, den Pferdestall haben wir wieder komplett rausgeräumt. Gut, jetzt nachdem, wie man sieht, kein Schnee mehr liegt und im Moment kein Frost ist, habe ich mir gedacht, na gut, wenn du schon dabei bist, dann könntest du ja genauso gut gleich hergehen und könntest die Wasserkübel wieder vollfüllen. Ich habe das letzte Restchen Wasser rausgekippt, das war nur noch so ein wenig, ja, vielleicht so hoch drin gestanden in die Kübel, habe ich gedacht, na, dann tust du das weg und habe das auch gleich gemacht. So sind wir wieder alles erledigt. Eigentlich war geplant, dass ich heute noch eine Heu- und Stroh fahre. Den Kipper habe ich mir schon gefüllt gehabt. Der steht schon bereit. Aber ganz ehrlich, ich habe vorhin dann kurz Kaffeepause gemacht. Und ja, nach der Kaffeepause haben wir gesagt, wir machen jetzt in meinem zukünftigen Schlafzimmer hinten noch ein bisschen weiter. Da haben wir jetzt die Vorhänge hochgehängt, die Stroh haben wir hochgehängt. Beziehungsweise die Stroh und die Schals haben wir hochgehängt. Die ganzen Möbel haben wir soweit reingetragen, die reinkören. Und ja, den ganzen Kleiderschrank, der da nochmal rein soll, der steht auch mit drin. Der muss jetzt da noch aufgebaut werden. Ja, ist einiges zu machen. Und ja, deswegen werde ich dann heute kein Heu und Stroh mehr verfahren. Das, was ich noch gehabt habe, hat gereicht. Da bin ich ganz gut über die Runden gekommen. Also ich müsste sowieso dann theoretisch erst morgen wieder. Sprich, kann ich das morgen mitmachen. Ich verfahre jetzt bloß noch meine Ladung mit Mist. Mit meinem Grameller und dann kann der geparkt werden und der Rollwagen geparkt werden.
Und dann ist eigentlich schon wieder gut. Ja. Wie gesagt, das ist einmal nicht mehr passiert. Ich war hauptsächlich in der Wohnung. Wir haben Tapeten abgekratzt. Wir haben Möbel verrutscht. Wir haben hin und her geschoben. Da ist tapeziert worden. Ich selber habe dann draußen meine Stelle zu tun gehabt. Das kennt ihr ja sowieso. Und da war einfach einmal nicht mehr los. Und ja. Wie gesagt, jetzt ist das Einzige, was ich heute noch zu machen habe, den Mist zu verfahren. Und morgen kommt ja das Video schon wieder. Ja, ist halt mal wieder ein bisschen kürzer geworden. Ich sage, wir machen mal wieder einen Livestream. Also ich werde ja schon quasi als Vermisstenanzeige gemeldet. Warum melde ich mich nicht? Warum kommt nichts? Ja, es ist einfach mal, man hat keine Zeit. Es geht einfach nicht. Es ist immer genug zu tun. Wenn es nichts gibt, was ich filmen kann, weil es halt eben in der Wohnung drin ist und vom Renovieren, also das gehört meiner Meinung nach dann doch in der Farmflug nicht so ganz mit rein, dann gibt es halt nun mal weniger Videomaterial. Zeit habe ich deswegen halt trotzdem leider ein bisschen weniger. Aber es ist ja wie gesagt kein Problem. Im Moment ist halt wirklich nicht viel los. Was soll ich jetzt groß machen? An der Heuwende komme ich nicht, steht der Mähdrescher im Weg. Das wird wohl dann Knall auf Fall laufen, wenn ich dann ins Heu gehe und ne unten sowieso brauche. Dann müssen halt die Reifen aufgezogen werden und die Zinken erneuert werden. Es ist halt nun mal so. Und ja, am Schwade geht es noch nicht weiter, weil erst einmal der Heuwende gemacht wird. Der Schwade theoretisch läuft er ja noch. Das sind ja bloß neue Reifen, wo er bräuchert. Am Miststreuer ist auch noch nicht weitergegangen, weil ich ehrlich gesagt keine Lust habe, jetzt das Ding hinten rauszuholen. Da müsste ich vermessen und müsste mir doch das Zeug kaufen und ach, ihr wisst schon. Man hat halt einfach auch einmal zwischendurch da keine Lust, ständig draußen rumzueiern. Ich weiß, normalerweise Winterzeit ist Reparaturzeit, aber wenn man es vermeiden kann und einfach einmal sagt, man möchte auch einmal wieder einen Faulenz machen, dann gehört das auch dazu und ich denke, das ist auch ganz legitim.
wie gesagt, mehr war halt jetzt aktuell nicht zu sehen. Mehr war nicht zu tun. Jetzt wird schon wieder spät. Aktuell haben wir 17:15 Uhr. Um 6 Uhr gibt es bei uns Abendessen. Ich soll ja jetzt dann oben in der Wohnung noch mithalten, dass wir einen Schrank aufbauen, den großen Kleiderschrank. Und ja, deswegen, wie gesagt, verfahre ich heute kein Heu mehr. Klar, das wird natürlich fürs Video wieder super, dann gebe ich noch irgendwas zu sehen. Aber wie ich schon immer sagte, wenn einmal weniger vorkommt, dann kommt halt noch mal weniger vor. Reilly, aus dem Tor. Sonst zieht mir den Keil gleich mit ein. Ja, es ist halt, einmal ist mehr zu da und einmal ist weniger zu da. Da wird sich auch nichts dran ändern, das ist immer so. Und ja, ich denke aber bis zu Freitag kommt doch ein wenig mehr wieder zusammen. Was den Kram angeht, zugelassen ist er ja immer noch nicht. Leider. Da warte ich ja immer noch drauf. Ja, mein TÜV-Prüfer hat scheinbar die Papiere noch nicht fertig oder ist noch nicht dazu gekommen, sie mir zu bringen. Den werde ich jetzt da nochmal anrufen. Da werde ich nochmal nachfragen, wie es jetzt denn ausschaut oder ob ich das selber holen soll bei ihm. Innen in der TÜV-Stelle. Kann natürlich sein, dass er gerade wieder als Fahrprüfer eingeteilt ist, dass er gar keine Zeit hat. Bloß, dass es jetzt langsam mal ein wenig entnimmt, dass wir den auch zugelassen kriegen, den Schlepper. Und dann sollte das auch laufen. Wie gesagt, wie lange das noch dauert, ja, vielleicht geht es jetzt dann aber noch recht zügig. Kann Knall auf Fall kommen und der ist in 2 Tagen angemeldet oder so. Kann auch sein, dass es diese Woche noch dauert oder dass es jetzt gar März wird. Man wird sehen. Aber so viel steht fest. Am 15. März, wer sich erinnern kann, haben wir den K15 zerlegen Anfang letztes Jahr. Und jetzt geht es auf März zu und der KA15 ist fertig und läuft. Apropos, weil ich unten drunter unter die Videos geschrieben habe oder geschrieben gekriegt habe, der läuft ja ohne Rauchen und ohne alles an Respekt. Ja, wie man sieht, nicht ganz, natürlich nicht. Das kommt wie gesagt vom Vorglühen. Ich habe immer noch keine anderen Glühkerzen drin. Ja, Asche auf mein Haupt, ich weiß, ich bin irgendwie in letzter Zeit ein bisschen langsam oder ein bisschen faul. War letztes Jahr eindeutig ein wenig zu viel. Schlepper machen und Stall machen und Heu machen und brennendes Feld und nee. Ach Quatsch. Wie gesagt, ich habe im Moment einfach ein wenig weniger Lust, draußen was zu machen. Sowas soll auch vorkommen. Winterdepression, oder wie nennt man sowas? Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Also auf jeden Fall, die müssen auch noch getauscht werden und dann sollte das auch noch besser werden. Also ganz ohne Qualm springt der natürlich auch nicht an. Ist immer so ein wenig unverbrannter Diesel, der da mitkommt. Aber, mein Gott. Solange er läuft, solange er anspringt, alles gut. Bisschen nachglühen muss man noch, ganz klar. Aber ansonsten rennt die Kiste. So Leute, und damit wären wir jetzt dann endgültig am Ende vom Video. Oben habe ich jetzt gerade noch mit meinem Vorratshaben den Schrank aufgebaut und meiner Mutter. Kleiderschrank steht. Da müssen wir nur noch ein paar Böden sägen. Und dann ist er auch fertig. Mein Bett hier unten muss ich jetzt einmal gründlich vermessen, dass ich oben die Nachttischle noch auf die richtige Maße stellen kann. Dann kann mein alter Fernsehen mit auf. Und ja, dann muss ich immer noch einen Receiver organisieren. Mein Bruder muss dann noch die Satzsteckdose und Internetdose anstecken. Und dann ist das Schlafzimmer soweit erst einmal fertig. Dann aktuell geht es weiter im Badezimmer. Da war ja, wie gesagt, ein wenig Wasserschaden. Da kommen jetzt dann wieder neue Fliesen rein. Und ja, anschließend, wenn das fertig ist, geht es in die Küche. Küche neu tapezieren. Und dann im Wohnzimmer gar den Rest. Und dann ist die Wohnung fertig. Ja, wie schnell das jetzt geht, gute Frage, werden wir sehen. Ja, ich sag mal so, wir können uns nicht erinnern. Es geht halt immer stücklesweise voran. Der vorne macht viel in Eigenleistung und wir gehen ja alle arbeiten. Von daher geht es halt dann einfach ein bisschen stückweise langsamer. Mit meinem ganzen Equipment bzw. mit meiner ganzen Wohnungseinrichtung umziehen, also meinem Bett hier, Computer und das Zeug, was ich habe und meine Küchengeräte und dem, das mache ich dann definitiv erst, wenn oben die Wohnung soweit fertig ist. Ich habe meine 3 Katzen hier unten und bevor mir die dann am Rad drehen, wenn ich da das schon aufziehe und oben noch nicht ganz fertig ist, habe ich gesagt, ich warte, bis die Baustelle wirklich ein Ende hat, bis alles beseitigt ist,
bis die Wohnung quasi richtig wohnfähig ist, dass ich sage, ich kann da rein und ich kann die Räume alle ganz normal nutzen und es ist alles akkurat und sauber, dann können auch meine Katzen mit rauf und dann kann auch ich rauf. Ich habe gesagt, ich ziehe auf keinen Fall auf eine Baustelle, das macht wenig Sinn. Meine Katzen drehen dann am Rad, ich kenne sie, die suchen sich dann die nächstbeste Ecke, die sie auch mal markieren können, weil sie sagen, oh, das ist mir jetzt hier unwohl und ich will das jetzt anders haben. So sind halt Tiere, ne? Und ja, wie gesagt, es kommt jetzt darauf an, wie schnell man mit dem Badezimmer vorankommt, wie schnell da neue Fliesen drin sind. Also es waren ja nur welche ausgetauscht. Und ja, anschließend dann, wie gesagt, Küche und Wohnzimmer. Also vielleicht mit ganz viel Glück bis Anfang März. Ich tippe eher auf, ja, vermutlich Ende März, vielleicht Anfang April. Mal gucken. Jeder gibt so hier bei uns die Schätzung ab, wie schnell es, wie langsam es geht. Kannst dem nicht abschätzen. Wie gesagt, es kommt immer darauf an, wenn du abends vor der Arbeit heimkommst, du hast wirklich absolut keine Lust da noch auf der eigenen Baustelle hier was zu machen, dann sagst du halt auch, wisst ihr was, nö, heute nicht. Oder dann, wenn draußen Arbeit anliegt, dann sagst du auch, nee, da hat es keine Lust dazu. Heute, wie gesagt, hat es gut gepasst. Da haben wir das Zimmer hinten fertig gemacht, die Tür geputzt und alles halt sauber gemacht, wo noch dann Ablagerungen oder Staub oder Dreck drauf war, was halt nötig war. Die Vorhänge aufgehängt und. Davon kommt auf alle Fälle mal noch ein Video von dem Zimmer. Das seht ihr dann auch irgendwann einmal noch. Aber im Moment steht halt noch Tapeziertisch drin und es wird noch drin gearbeitet. Außenrum die Möbel stehen. Aber grundsätzlich ist es halt so, man hat irgendwo noch einen großen Raum gebraucht, wo halt Tapeziertisch steht, wo die Tapeten noch geschnitten waren und eingekleistert und. Und da passt eben das Zimmer optimal. Ja, deswegen ziehe ich sowieso noch nicht auf. Also wie gesagt, wir machen auf alle Fälle eine Roomtour. Das ist gewiss, das ist geplant. Und wann das kommt, das werdet ihr dann sehen. Wann es mit dem Kram jetzt dann soweit ist, das werden wir sehen. Ja, und wenn es aber nicht zu viel war, war es halt aber nicht zu viel. Also in diesem Sinne, jetzt würde ich sagen, allen eine schöne Woche. Nicht verzagen, ich komme auf alle Fälle mal wieder in einen Livestream. Das kriegen wir auf alle Fälle auch mal wieder hin. Und dann wünsche ich euch schon mal bis die Tage eine schöne Zeit. Servus und Ade.